willkommen, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder zurück mit der Patrons Truman Show. Was geht ab, meine Rocks Family? Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute machen wir wieder eine geile Tutorial. Und zwar machen wir den Emoji Warm, glaube ich, vom Fortnite-Spiel. Und das wird mega, Leute. Ich werde euch alles zeigen. Was ist das Wichtigste? Wie lernt man das am schnellsten? Der Einstieg von oben. Und dann noch ein paar geile Variationsmöglichkeiten, Leute. Auf jeden Fall, ich bin wieder back und ich habe wieder Energy. Yeah. Und ich bin auf Booster. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ha! Bei dem Trick ist es wirklich so, es ist ein reiner Technik-Move. Das heißt, man braucht zwingendermaßen gar nicht so viel Muskeln oder so viel Kraft. Ja? Die einzige Hürde ist es einmal, dass man hier diesen Liegestütz halten muss. Das heißt, die Plank. Und das zweite, was auch ein bisschen kniffliger sein kann, ist quasi der Übergang vom Bauch wieder zurück auf die Beine. Ja, und wie das Step by Step abläuft, zeige ich euch jetzt mal, Leute. Macht mal direkt mit. Ja, alle in den Liegestütz, Plank-Position. Und jetzt setzen wir einfach mal folgendermaßen die Glieder unterm Körper ab. Heißt, Knie, Hüfte, Bauch. Ja, und mal das Gleiche. Heißt, Knie, Hüfte, Bauch. Jetzt könnt ihr mal so eine Wippbewegung machen. Ja? Wie so eine Wiege. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber extrem wichtig, weil da aus der Bewegung holt ihr euch quasi den Schwung wieder raus, um auf die Beine zu kommen. Alle nochmal, ich zeige jetzt mal den Übergang. Heißt, Knie, Hüfte und jetzt nach vorne den Schwung nehmen und wieder hoch. Ja, und das ist das Schwierigste eigentlich daran. Die Transition bedeutet, ihr versucht erstmal Step by Step, Knie, Hüfte, Bauch. Erstmal verstehen. Ja, das soll ja eine Wave sein. Ja, und dann versucht ihr quasi, wenn ihr in der Bewegung seid, das hier zu machen. Heißt, tief gehen, Schwung holen und hoch. Wie gesehen, hier ist so ein kleiner Push. Bedeutet, wenn ich auf dem Bauch bin, versuche ich, dass die Hüfte leicht Luft hat zwischen Boden und Hüfte. Ja. Und daraus pushe ich dann, damit ich wieder auf die Beine komme. Pass auf, ich schwitze schon richtig. Oh mein Gott! Let's go. Von hier, ja, bisschen Schwung holen und hoch. Und dann wieder Knie, Hüfte, Bauch und wieder Knie, Hüfte, Bauch. Alright, das ist im Groben eigentlich der Trick schon. Also mehr kann man gar nicht machen, außer natürlich ein paar Feinheiten. Aber im Prinzip, so geht ihr an die Sache ran, heißt immer schön langsam Knie, Hüfte, Bauch und hoch. Knie, Hüfte, Bauch, hoch. Knie, Hüfte, Bauch und hoch. Ja? Versucht also ein bisschen die Harmonie zu entwickeln, weil im Prinzip ist es einfach immer so eine Routinearbeit, bis der Körper immer weiß oder der Kopf, hey, so funktioniert's, easy, okay? Der Trick macht richtig viel Spaß, deswegen müsst ihr einfach mal mitlernen. Und ich bin eh immer so der Meinung, man kann nicht genug lernen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie lernt man das am schnellsten? Am schnellsten lernt ihr den Trick wirklich, wenn ihr ihn einfach so macht, wie wir ihn gerade zusammen trainiert haben, bei dem, was ist am wichtigsten, ja? Wirklich immer Step by Step, Leute. Knie, Hüfte, Bauch, hoch, ja? Und diesen Push, den müsst ihr unbedingt üben. Bedeutet, lasst immer so ein bisschen den Oberkörper oben. Und wenn er runter geht, zieht die Beine schon hoch, ja? Und jetzt gucken wir auf meine Beine genau. Wumm. Ja, ich hole quasi hier Schwung und werfe sie hoch. Das könnt ihr auch mal einfach mal separat trainieren. Versucht mal, weil das ist schon echt schwierig. Von hier, jetzt hoch die Hüfte, ja, das hier und dann pusht ihr raus. Heißt, Schwung holen und hoch. Ja, das ist es, Leute. Ching! So, Leute, jetzt zeige ich euch nochmal den Einstieg von oben. Da ich den Trick nicht jeden Tag mache, muss ich natürlich auch ein bisschen auf meine Knie aufpassen und benutze einfach einen weichen Boden. Das würde ich euch auch raten, weil das Problem ist, wenn man wirklich von oben startet, dann kracht man teilweise wirklich direkt auf die Kniescheibe und das muss der Körper sich erstmal so ein bisschen angewöhnen. Sonst habt ihr einfach Schmerzen und trainiert den Move auch nicht mehr. Ja? Aber im Prinzip ganz einfache Geschichte. Genau das, was wir unten gemacht haben, versuchen wir jetzt eigentlich von oben auch. Ich zeige es mal wieder grob. Knie, Hüfte, Bauch. Und da habt ihr gemerkt, ihr habt auf einmal so viel Schwung. Deswegen ist von oben auch extrem krass, dass man eine Wave sehr, sehr groß starten kann. Wenn man so viel Schwung mitnimmt, ja, dass man dann wirklich hochklatscht. Ich mach mal einmal, passt auf. Und. Oh.
Ah, shit, fast den Spiegel kaputt gemacht. Ja, ihr habt gemerkt, man hat extrem viel Schwung von oben. Jetzt will ich euch aber noch mal ein paar Mal zeigen, wie ich es genau mache. Weil im Prinzip, wenn ihr auf hartem Boden seid, würdet ihr jetzt nicht so machen. Ja, man will ja direkt den Schwung mitnehmen. Ja, und deswegen habe ich damals mir sowas, ja, nicht konzipiert, aber im Prinzip habe ich den damals immer abgeschummelt. Das heißt, ich bin, ja, habt ihr gesehen? Ich habe mein Bein eingedreht. Bedeutet, wenn ihr euer Bein eindreht, ja, kommt ihr so ein bisschen gerollt herunter. Ich zeig's gleich mal auf dem harten Boden, was ich damit meine. Weil dann schmerzt auch das Knie nicht. Ja, und ihr habt direkt die Beine zusammen, was auch wieder ein bisschen hilft. Ja, ich zeig's nochmal von oben, deutet von hier. Und jetzt genau achten. Ich drücke richtig auf die Spitze und gehe dabei tief. Und, ja, das ist es. Und den zeige ich jetzt einmal auf hartem Boden für euch. Und dann liegt es an euch, Leute. Einfach trainieren. Also ich sag mal so, um den groben Move hinzubekommen, 3 bis 4 Tage. Und dann, so wie es im Video ist, also da muss ich auch extrem kämpfen, weil er macht die Wave durch die Arme und geht schon bereits dadurch in die Knie. Das heißt, er ist schon tief am Boden und dann macht er extrem schnelle Waves. Und ja, die müsste man dann auch wirklich flach am Boden ausführen. Aber zu den Variationen komme ich gleich. Einstieg von oben. Ich versuche mal einen schön für euch. Schmerzen sind da. Alright. Let's go. Oh, shit. Woo. Ey. Ey. Und das reicht. So, Leute, zum Abschluss noch ein paar Variationsmöglichkeiten. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat, welche Fortnite-Tutorial ich noch alles machen soll. Und Leute, ich bin wieder zurück. Und ich habe gar keinen Stress. Also ich mache mir jetzt keinen Stress mehr. Ich arbeite einfach fleißig, ich gebe mein Bestes. Und was dabei herauskommt, das ist dann einfach... Wie sagt man? Das sieht man dann in den Sternen. Das steht in den Sternen. Ah, das steht in den Sternen. Alright, Leute, Variation Nummer 1. Hier gehen wir einfach nur vor und zurück. Das ist erstmal so die einfachste Variante. Und alles, was ich jetzt zeige, Leute, ja, ist wieder ein bisschen was Neues. Dazu könnte ich nochmal extra Tutorials machen. Dann sagt einfach, der eine Move auf Minute da, da, da war cool. Dann trainieren wir den zusammen. Okay? Also vor und zurück. Let's go. Und wait. 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 Und wait. 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 Okay? Alles, was ich jetzt mache, ist nicht so cool. Weil ich das selten mache, Leute. Denkt immer dran. Sachen sehen immer dann am geilsten aus, wenn man sie wirklich 1000 Mal routiniert, okay? Zum Beispiel das hier. Ja, 1000 Mal geübt. Ne? Jetzt wisst ihr, was ich meine. Zweite Variation. Bei der zweiten Variation gehen wir einfach nur im Kreis. Let's go. Woo. Hey. Hey. Variation Nummer 3! Dritte Variation, Leute, ist die Vorwärts- und Rückwärts-Wave. Extrem schwer. Ich denke, ich werde nur 3 oder 4 hinbekommen. Passt auf. Es geht los und let's go. Shit! Okay, extrem unsauber, aber auch extrem schwer. Ja? Mache ich mal ein bisschen Training von und dann zeige ich euch mal, wie es cool aussehen kann. Und jetzt kommt Variation 4. Jetzt kommen wir zur schwersten Variation der Waves. Ja? Im Prinzip, ich habe mal eine Tutorial gemacht, da habe ich den Kip-Up erklärt. Mit dem Kip-Up kann man extrem coole Waves machen rückwärts, also auf dem Rücken, indem man die Arme noch mit einsetzt. Und ich zeige einmal, wie es funktioniert. Aber natürlich so auch coolmäßig. Denkt euch einfach, ich bin hier so an der Bar mit einem Girl, okay? Hey, sie sieht echt super aus. Darf ich dir vielleicht einen ausgeben? Nein! Ah! Warum klatschst du mir eine? Au! Hey! Ganz wichtige Mitteilung an euch. Leute, morgen 20 Uhr werde ich mal eine Live-Schaltung machen. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt persönlich an mich, könnt ihr morgen um 20 Uhr einfach in meinen Live-Chat kommen. Und dann tanze ich für euch. Wir machen coole Sachen. Ich erkläre euch vielleicht ein paar Moves. Man weiß es nicht. Machen wir Freestyle. Und vielleicht habe ich morgen auch was ganz Cooles am Start, um euch noch ein paar andere Leute zu zeigen. Aber das werde ich jetzt immer machen, quasi Montag, Dienstag, cooles Video, Mittwoch live gehen, Donnerstag, weiß ich noch nicht,
Freitag was Cooles, Samstag was Cooles, Sonntag, mal schauen. Ich mache mir keinen Stress mehr, Leute. Ich werde jetzt einfach nur noch rocken und weniger reden. Ich werde doch ab morgen und übermorgen wieder meine Rocks Family, Superfanlist, Happy This Week, alle Top-Kommentare, Lieblingskommentare werde ich mal wieder erwähnen. Und Leute, ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Und ja, ich gehe jetzt erstmal duschen und schmiede Pläne. Leute, bis morgen und ich liebe euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bad Rocks. Truman Show! Okay.